hat die Welt auf Google Plus gewartet. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Google hat vor ein paar Monaten, ist wahrscheinlich schon wieder her, Google Plus lanciert. Ich denke, da haben schon genug darüber gebloggt. Auch bei uns im Blog steht schon einiges dazu drin. Ein Social Network, das Facebook ähnelt. Fragt sich nur, braucht man das nun auch noch? Google kam ja schon mit dem Buzz nicht durch. Fragt sich, ob sich jetzt das etabliert, ob sich das etablieren wird. Es gibt Stimmen dafür. Freunde von mir sagen das, andere sagen, vergiss es. Ich gehöre eher zu den Zweiteren im Moment. Ich bin sehr, sehr skeptisch, ob sich das durchsetzen will, denn ich bin beispielsweise auf Facebook drauf, habe da meine 600 Kontakte. Logischerweise sind vielleicht maximal 20 richtige Freunde davon. Der ganze Rest sind Bekannte und einen schönen Teil kenne ich vielleicht auch nur vom Hören sagen. Trotzdem habe ich hier mal mein Netzwerk zusammen. Und hier habe ich auch richtige Freunde drauf. Das heißt, keine Social Media Freaks. Also Leute, die eben auch mal auf so einer Plattform sind, ohne jetzt gerade irgendwie abhängig zu sein, dass sie dauernd irgendwo online verfügbar Bilder hochladen und so weiter und so fort, sondern einfach drauf sind, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, teils dann eben auch im Ausland und das funktioniert recht gut. Dann bin ich auf Twitter drauf. Twitter ist eher ein Freak-Tool, sage ich jetzt mal. Auf Twitter drauf habe ich keine meiner Freunde, außer natürlich vielleicht Business-Freunde, aber sonst habe ich da keine drauf, denn die halten wenig von Twitter. Die wissen nicht genau, was sie mit dem anfangen sollen. Das ist ein Freak-Tool. Das sind die Nerds, die sich für das interessieren. Das sind die Social Medias. Für mich spannend, wie das funktioniert. Funktionieren tut es ja in gewissen Bereichen dann auch recht gut. Ist für mich auch gut mit den Menschen, die ich da drauf kenne. Ist auch ganz cool, die Community, die ich da gebildet habe. Ich habe auch neue Leute kennengelernt. Aber meine alten Freunde, die sind da nicht drin. Und jetzt kommt Google Plus, nachdem ich schon zwei Social Networks bewirtschafte, kommt noch Google Plus. Google Plus schaut erstmal von außen genau gleich oder sehr ähnlich aus wie Facebook. Da hat man also klar kopiert, ist auch logisch, Facebook funktioniert ja auch wunderbar. Wenn ich mir jetzt aber meine Freunde oder meine Kontakte hier drauf anzeige, dann sind das alles Social Medians oder Leute, die sich eben sowieso schon in den Social Networks bewegen. Die kenne ich meistens auch über Twitter oder eben über meinen Beruf im Bereich von Social Media Marketing. Jetzt frage ich mich natürlich, wie das weiter wachsen soll. Wie sollen jetzt meine Freunde, die sich schon auf Facebook gemeldet hatten, nachdem sie sich irgendwie jahrelang dagegen gesträubt haben und dann irgendwie doch eingesehen haben, dass das einen Sinn machen kann, wie sollen sich die jetzt noch auf Google Plus anmelden? Was für einen Grund gibt es für die, dass die noch auf Google Plus sollen? Das ist die Frage, die ich habe und darum frage ich mich, wer hat auf Google Plus gewartet, sind es die Freaks, also die sowieso schon auf Twitter drauf sind und die sowieso schon seit Jahren auf Facebook drauf sind. Klar, für die ist es wieder ein neues Tool mit neuen Features, mit den Circles und so weiter und so fort. Sicherlich interessant, für die Firmen ist es ja im Moment noch nicht. Oder ist es eben auch für die, die schon auf Facebook drauf sind und das glaube ich eben nicht. Also meine Prognose im Moment, Google Plus wird in der Schweiz ähnlich wie Twitter funktionieren, das wird ein Freak-Tool bleiben und nicht viel weiter gehen, also nie an Facebook rankommen. Das ist meine Prognose, würde mich natürlich extrem interessieren, was ihr davon hält. Kommentare, wenn ihr hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREM AG und Sie haben website-marketing.co geschaut.